Willkommen zu einer neuen Folge von Upcycled Industry, heute aus dem Appenzell. Herr Luchert, ich freue mich sehr, dass wir heute da sind. Wo sind wir da? Wir sind im Standort von der Brauerei Locher, eigentlich, wo das Salz gestartet hat. Da hat mein Urgroßvater 1886 den Betrieb, die Brauerei, gekauft von einem Fessler. Mhm. Und das ist eigentlich die Brauerei, die wir die Spezialitäten machen. Wir haben einen zweiten Standort, dort machen wir eigentlich die grösseren Mengen. Aber hier am halben Standort, da machen wir wirklich auch noch Vollmondbier, Hanfbier und so weiter. Sehr schön, wunderbar. Bierbrauerei ist vielleicht etwas, wo jetzt nicht jeder sich damit auskennt. Wie ist der Prozess genau und was sind da für Rohstoffe wichtig? Also Grundrohstoffe sind eigentlich einfach. Wir haben Wasser, bei uns im Fall Quellwasser, das ist ein Vorteil. Ja. Dann nehmen wir Gerstenmalz, dann haben wir Hopfen und Hefe. Ja. Und da tut man je nachdem in verschiedenen Zeitpunkten miteinander mischen. Mhm. Und dann gibt es eine Gärung und nachher ein Bier. Mhm. Und natürlich auch Nebenprodukte. Richtig, genau. Und die Nebenprodukte ist natürlich das, was uns hauptsächlich interessiert heute auch. Was ich allerdings auch recherchiert habe, ist, dass sie auf sehr viel lokale Rohstoffe Wert legen, da bei der Brauerei. Sie tun viel aus dem Appenzell auch an Rohstoff benutzen und einkaufen und lokale Bauern unterstützen. Richtig, ja. Was ist der Antrieb dort? Also bis 1992 ist eigentlich jedes Korn für die Brauereien aus dem Ausland quasi mit importiert. Mhm. Also wir hatten keinen Gerste- oder Braugetreideanbau in der Schweiz. Und da haben wir gedacht, wir müssen ändern und wir haben als erstes angefangen mit Braugetreide in die Schweiz reinnehmen und da probieren anzubauen. Natürlich ist klar, in der Nähe von Appenzell, und das war im Tell. Und der erste Gedanke war natürlich auch, gewesen, weil es so nahe ist, dass wir Kreislauf schliessen können. Ja. Also er hat für uns Weizen, also Brauweizen oder Braugersten angebaut. Wir haben dann nachher ein Bier daraus gebraut und eben Nebenprodukte wieder retour gegeben und er hat seine Kühe damit gefüttert, aber auch massiert. Der Kaffir, der heute recht bekannt ist. Ja. Ach, sehr schön. Das heisst, Kreislauf ist für Sie schon lange und immer ein riesiges Thema gewesen, ein wichtiges Thema in diesem Fall? Also ist sicher ein ganz wichtiges Thema und ist auch logisch. Also ist nicht unlogisch, dass man Sachen wegwirft, die man wiederverwenden kann. Ja. Und man hat eigentlich die Logik wieder aufgegriffen, die man vielleicht verloren hat über die Zeit. Richtig. Viele haben die verloren, leider. Sie nicht, das finde ich wahnsinnig toll. Sie machen viele Produkte aus Ihren Nebenprodukten. Dann Sie neue Sachen herstellen. Was ist der Antrieb dort? Vielleicht haben Sie es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, mit, es ist unlogisch, um es nicht zu machen. Und woher haben Sie Ihre Ideen? Also viel ist natürlich schon bestanden. Oder früher hatten wir ja den Kreislauf gehabt, oder wo mein Urgroßvater da übernommen hat. Mhm. Es war ein Bauernbetrieb, ein Gastgewerbebetrieb, eine Brennerei und eine Brauerei. Mhm. Die Kreise sind innerhalb des gleichen Betriebs sind geschlossen gewesen. Das Restaurant hat natürlich retourgiert, der Bauernbetrieb hat auch von der Brauerei wieder gebraucht, der Bauernbetrieb hat auch ein bisschen Gerste angebaut und so weiter. Mhm. Kreislauf sind da gewesen, man hat sie aufgebrochen, weil man sich auf die Kernkompetenz fokussiert hat. Ja. Und man sieht, alle die, die außerhalb von der Kernkompetenz laufen in den Betrieb, die sind nicht rentabel und die können nicht rechnen. Ja. Und darum hat man es mal gesehen, die Abfälle, die sind eigentlich Abfall. Also Nebenprodukte sind Abfall. Mhm. Und die hat man dann auch so behandelt, als es günstiger war, die jetzt in Sorge, irgendwie wegzutun, anstatt die mit einem sinnvollen Zweck zu führen. Gut, da hat man wieder müssen ändern, den Moment ändern, weil wir sehen die Auswirkungen, wie man da nicht macht. Mhm. Die ähnlichen Rohstoffe, die werden aufgebraucht und so weiter, die Umwelt wegschädigt. Aber wie man da wieder macht, dann kann man viel eigentlich gut machen. Mhm. Und da ist eigentlich die Idee, dass man eigentlich die Rohstoffe, sind nur ein Nebenprodukt bei uns, werden die heute als Rohstoff bezeichnen, einfach gerade, wo man dann braucht, für andere Sachen zu brauchen. Und wenn man die Nebenprodukte nur als Nebenprodukt oder Abfall anschaut, sondern als Rohstoff, so denkt, okay, ein Rohstoff drüber, was mache ich jetzt mit dem Rohstoff drüber, der hochwertig ist, dann kommen viele, viele Ideen rüber. Mhm. Weil sobald man denkt, ich müsste ab dem Rohstoff leben, dann schaut man es anders an. Absolut, absolut. Und das ist vielleicht genau gerade das andere Mindset, das Sie da mitbringen, wo vielleicht andere noch nicht kennen. Sie haben jetzt gesagt, wenn man davon muss leben in dem Sinn. Also das heisst, der Ansatz, den Sie wählen, ist, dass Sie sagen, ich brauche Bier,
Aber ich habe auch noch andere Rohstoffe. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich nur von diesem Rohstoff eine Produktion aufbauen muss, was würde ich machen? Also wir können es auch anders anschauen. Yeah. Ich kann sagen, okay, wenn ich den Rohstoff drüber anschaue, ich drehe ein Rad und dann ist Malz Bi ein Nebenprodukt. Ja, absolut. Und ich drehe es weiter und dann habe ich die Hefe von mir und dann nachher sind die alle anderen Nebenprodukte. Ja. Und da gibt es viele Industrien, die Nebenprodukte haben, die es gerne nicht wissen oder sich noch nicht befasst haben. Die durch Technologie, natürlich hat der Technologieschritt stattgefunden, dass man die Rohstoffe viel besser kann weiterverarbeiten. Ja, absolut. Das ist vielleicht gerade ein guter Einstieg, Technologien. Es gibt viele neue Technologien, die die Verarbeitung von Rohstoffen jetzt neu ermöglicht oder anders ermöglicht. Arbeiten Sie da auch mit irgendwie der Wissenschaft eng zusammen oder mit Industriepartnern, wo Sie auch neue Ideen überkommen? Oder haben Sie die Idee vom Produkt her und suchen dann den Weg dorthin? Wir haben meistens die Idee vom Produkt her und suchen nachher eigentlich den richtigen Partner, der das machen könnte. Ja. Aber natürlich, jetzt wie bei jenen, wo Sie sagen, wo Sie jetzt überall dran sind und was für Ideen das Sie haben, dort hat es natürlich auch viele Pools, wo es gibt, okay, wenn das möglich ist mit dem Produkt, vielleicht ist es dann auch möglich mit diesem Produkt. Ja. Also das ist schon inspirierend. Ja, und ist das vielleicht auch so ein bisschen Inspiration für andere Firmen, was Sie da machen? Oder ist das auch die Idee dahinter vielleicht? Wir reden von Inspiration für andere, vor allem wenn es gewinnbringend ist. Ja. Wenn es nicht gewinnbringend ist, sondern die Umwelt nützt, dann ist es ein bisschen ein Zwang. Weil theoretisch, wenn dann der Konsument sagt, okay, schau, warum mache ich da nicht? Mhm. Weil die andere Firma, ja, im Mitbewerber, der kann das machen, der dort die sinnvoll einsetzen. Klar ist es teurer als vielleicht manchmal entsorgen. Aber nützt langfristig die Umwelt und natürlich die nachfolgende Generation. Richtig. Und darum muss man es machen. Das ist wie Luftreinhaltung, wo jeder denkt, das ist ja normal. Früher haben wir einfach die Sachen in die Luft, die sie blasen. Ja. Heute kennt da niemand mehr in Sinn. Man investiert in saubere Luft. Man investiert in saubere Abwässer. Und warum sollte man nicht investieren, nachhaltig, auch in unsere Umwelt? Absolut, ja, absolut. Und jetzt gerade, wo Sie so sagen, investieren, das heisst, es sind wahrscheinlich viel, wie soll ich sagen, zuerst mal kostenintensive neue Innovationen. Merken Sie aber auch, dass beim Konsument entsprechend positiv ankommt und die Produkte auch gut anlaufen? Oder ist das noch? Ja, ich muss so sagen, es ist ein kompliziertes Thema. Ja. Man muss schon schauen, das ist für uns kein Marketing-Tool. Ja. Also, das heisst, die Produkte an und für sich, die müssen für sich selber laufen. Ja. Und zwar darum, wenn jetzt wir machen zum Beispiel eben auch Pizza oder Chips, wenn wir marketingmäßig sagen, ja, wir verwenden ein Nebenprodukt und wir machen Chips und Pizza daraus, das klingt herzig oder? Und schön. Aber wenn ich eine Pizza oder zwei Pizza mache in der Woche, dann nützt es nichts, weil ich habe meine Nebenströme, die relativ viel sind oder gross sind, muss ich auch wirklich, dass es nachhaltig ist, auch in grosse Mengen von Pizza kaufen, wirklich grosse Mengen von Chips. Das bringe ich ja die Nebenprodukte nicht weg. Richtig. Also muss es irgendwann so sein, dass die Nebenprodukte selbsttragend werden oder die Nebenprodukte, die wieder Produkt gehen. Also müssen wir schauen, dass jedes Geschäftsfeld nachher entweder B2B, dass wir es dann verkaufen können, aber da müssen wir zuerst vormachen, weil das ist ein unbeackertes Gebiet. Also wir müssen wir selbst die eigenen Sachen, die Produkte produzieren und am Markt bringen und sagen, hey, das funktioniert. Und der Konsument, der umweltbedacht lebt und sensibel ist, dem muss man ja auch ein Produkt geben, dass er so kann leben kann. Man kann nicht sagen, hey, könnt umweltgerecht leben. Und dann sagt er, ja, wie soll ich denn? Ja. Kann ich nichts, oder? Ja, kann ich eine Pizza kaufen, die umweltgerecht hergestellt ist. Aber da muss man dir auch bekannt machen, ich könnte Produkte kaufen, die umweltbewusst hergestellt sind. Richtig. Umweltschonend hergestellt. Und da muss man natürlich dann auch ein Marketing machen. Also jedes Feld, wo wir jetzt hier auftun, müssen wir jetzt erst zum Geschäft machen. Ja. Weil sonst ist es als Hobby und irgendwann würde man dann sagen, ja gut, das stecken wir jedes Jahr so viele Linien, da lohnt sich noch mehr. Das heisst, wir brauchen also eine positive Rückmeldung vom Markt, dass die Leute auf dem Markt sind, die auch anerkennen und die Produkte auch kaufen und sagen, hey, das ist cool, was ihr da macht. Und die zahlen vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen Mehrwert, vielleicht einen Mehrwert,
aber nicht einen qualitativen Nachteil. Ja. Die Produkte zuerst müssen schmecken, das ist klar. Absolut. Die erste Priorität ist, dass sie mindestens so gut sind wie die anderen. Und wir machen ja Tage mit 48 Stunden, mit 72 Stunden, die gären. Und also wirklich einen grossen Aufwand, dass wir die höchste Qualität anbringen. Und haben jetzt auch bei diesen Produkten auch eine gute Rückmeldung. Mhm. Aber wie gesagt, ein Produkt, gerade entwickelt, das entwickelt ist, nützt nichts. Wir müssen noch eine Menge haben, damit wir unsere Nebenströme auch sinnvoll verwenden. Ja, absolut. Und das ist vielleicht gerade auch ein wichtiger Punkt, wo auch viele noch sich schwer damit tun, ist, Nebenströme fallen oft in so grossen Mengen an, dass es schwierig ist, eine Verwendung zu finden, die diese riesen Mengen aufnehmen können. Sie haben ja jetzt da sehr grosse diversifizierte Breite an Produkten, die Sie anbieten, die wahrscheinlich dann schlussendlich auch das Volumen aufnehmen von Nebenströmen. Oder ist das immer noch sehr limitiert und das meiste geht an die Futtermittelindustrie? Also muss ich schon so sagen, das ist genau der Punkt, oder? Mit einem Produkt bringen wir die Nebenströme wieder weg. Ja. Und das ist sicher auch die Herausforderung, die wir hatten. Wir haben vor 25 Jahren angefangen. Ja. Zuerst eben mit dem Anbau, mit den Kreislaufschlüssen. Ja. Und nachher haben wir angefangen, noch mehr weitere Bauern zu suchen. Jetzt sind wir 50. Ja. Wir sind die allergrössten, direkt in der Schweiz anbauen, direkt in die Getreide anbauen, dass das auch stimmt. Vor allem auch Bio. Dann nachher haben wir gesehen, dass natürlich die Nebenströme, die dann entstehen, gross sind und mit einem Produkt erleben, bringen wir es nicht her, um die zu verwenden. Ja. Also das heisst, die Herausforderung ist, dass man viele, viele Produkte aufbaut. Und es ist vielleicht nicht jedem gegeben, dass er dann kann sagen kann, okay, ich mache jetzt eine Pizza, ich mache einen Essig, ich mache eine Fischzucht. Weil wir wollen ja überall, weil wir höchste Qualität haben. Und in jedem Bereich haben wir auch super Leute. Zum Beispiel haben wir in der Pizzaproduktion einen 17-Sterne-Koch, der da mitentwickelt, die Pizzen macht. Wir haben drei Bäcker, die dort arbeiten. Ja. In der Fischzucht haben wir drei Leute, die wir ausgebildet haben für Aquatik, die da gelernt haben, die Fische richtig zu behandeln. Wir haben auch noch einen Tierarzt, der bei uns arbeitet, nur für die Fische. Ja. Also wir haben in jedem Bereich immer auch geschaut, dass wir also hochqualifizierte Leute bekommen, dass wirklich auch Produkte perfekt sind. Und vor allem natürlich auch bei der Fischwohl. Das steht im Mittelpunkt. Das muss eines der Hauptziele sein. Ja. Und so ist es schon eine grosse Investition. Aber die lohnt sich, weil wir ja nicht investieren für uns. Ja. Sondern wir investieren eigentlich für die Zukunft von der Brauindustrie, dass die grün bleibt, dass der Image was hat. Und dass andere auch dem können folgen und profitieren von dem, was wir jetzt hier machen. Ja, absolut. Den Konsumenten haben Sie vorher auch angesprochen und der ist ja auch ein wichtiger Teil von dieser Rechnung in dem Sinn. Wie tun Sie das Bewusstsein bei den Konsumenten erzeugen, vielleicht auch schon bevor die Produkte auf dem Markt sind? Weil eben irgendwie dann zwei Pizzas verkaufen ist nicht die Lösung. Das heisst, es muss auch ein grösseres Bewusstsein da sein und eine Bereitschaft vom Konsumenten. Wie erzeugt man die? Das Problem ist, dass nachhaltig leben kann man nicht so einfach lösen, wie man Bio-Produkte kauft. Weil nachhaltig leben bedeutet, dass man sich mit dem auseinandersetzt und sagt, okay, was ist denn nachhaltig leben? Das heißt, was für Produkte muss ich denn kaufen, dass ich nachhaltig bin? Und welche Produkte bietet mir da? Ich meine, wenn ich einen Pilz sehe, der da liegt, und einen Pilz B, der dort liegt, dann sagt man, ja, was ist jetzt der Unterschied? Oder wie ist der hergestellt? Was ist denn nachhaltig? Ja. Heute, wenn Sie einen Nachhaltigkeitsbericht lesen, von Firmen, jeder hat einen Nachhaltigkeitsbericht. Richtig. Und was haben Sie? Solarpaneele oben und vielleicht tun Sie noch das Abwasser, Biogas machen und dann Zeit. Ja. Und das ist ein Nachhaltigkeitsbericht von 60 oder 100 Seiten. Und dann für den Konsumenten zu unterscheiden, was ist denn richtig nachhaltig, richtig. Was bedeutet denn da? Ja. Ist es gar nicht so einfach, einen Konsument nur mit einem Schlagwort nachhaltig produziert, nachher anzubieten. Also bedeutet, dass der Konsument sich viel mehr auseinandersetzt mit der Thematik. Richtig. Mehr bietet ihm da, aber darum ist, wenn mehr sage ich, wir sind nachhaltig, dann ist das ein Schlagwort, wo man sagt, ja okay, oder? Wie viel Solar soll er haben? Oder fährst du einen Tesla, oder? Das ist ja immer auch noch Elektroauto. Das sind heute Nachhaltigkeitsthemen, wo die Leute denken, okay, da ist es, oder? Ja. Aber da geht viel, viel weiter. Und wenn ein Produkt sucht, dann geht immer ein Grossverteiler rein und sagt, ich will nachhaltige Produkte, das ist sehr schwierig. Ja, was suchen sie dort?
Also ist die zehnte Aufgabe für uns, wir sind wirklich noch auf einer unteerten Strasse. Mhm. Und wir müssen schauen, dass wir da hinbringen, um den Leuten auch ein bisschen Schule, kann man nicht sagen, ja, aufmerksam machen, sensibilisieren, ja, zu sagen, was ist Nachhaltigkeit, wie können wir Produkte verwenden, was kann man machen, dass ihr auch Produkte bekommt, die ihr wisst, dass eine Nachhaltigkeit weitergeht als nur Solarenergie. Mhm. Mhm. Absolut, das stimme ich auch völlig mit überein. Ist aber ganz eine schwierige Aufgabe, glaube ich. Ich will es eben dann vielleicht manchmal auch ganz schnell, dass man belehrt übergeht, was vielleicht auch nicht sinnvoll ist in dem Sinn, vielleicht. Ja, der Konsument will ja auch nicht belehrt werden in dem Sinn. Was ich das Gefühl habe, was sehr viel hilft, ist, wenn viele Firmen oder auch viele Privatpersonen miteinander das Bewusstsein versuchen zu verändern, beim Konsumenten auch. Jetzt sind Sie ein super Beispiel dafür. Haben Sie aber auch das Gefühl, dass Sie würden selber davon profitieren, wenn auch viele andere würden die Arbeit machen, die Sie machen, und weiter beim Konsumenten das Bewusstsein fördern? Ja, natürlich. Ja. Ich meine, dass Nachhaltigkeit ein Trend ist, das ist klar. Mhm. Ja. Dass die Leute wissen, dass man so noch weiter wirtschaften kann, dass da irgendwie so ein Crash führt von einem Wand, wo man jetzt entgegenfährt, ja, mit unbremsem Auto, das ist allen klar. Ja. Nur wissen jetzt nicht, wie bremsen jetzt. Oder? Ja. Weil alle schreien schon nachhaltig, aber alle fliegen, alle fahren, alle in der PC. Mhm. Alle denken, ja, okay, ja, vielleicht, wenn ich ein bisschen weniger dusche. Besser nicht. Das ist schwierig, mhm, zu sagen, ja, wie mache ich jetzt das? Oder? Ja. Also braucht es einfach mehr. Wahrscheinlich ist es ein Generationenprojekt, dass man da den Leuten auch in den Schulen, mhm, richtig, beibringt und sagt, was ist Nachhaltigkeit? Wie können die unterscheiden, ob ein Produkt nachhaltig ist oder nicht? Ja. Bedeutet nicht nachhaltig oder nachhaltig, das muss eine Region kommen, oder kann es auch nachhaltig sein, wie es von Afrika kommt. Ja. Das sind die riesen Themen, aber da kann man nicht einfach sagen, Ostern schlecht, Inland gut. Ja, nein, absolut. Also braucht Bildung. Richtig, sehe ich auch so. Und ist, glaube ich, auch so langsam in den Schulen und Universitäten definitiv Thema, wenn ich so weit mitbekomme. Schauen wir mal, wo es hinführt. Aber was mich noch interessieren würde, haben Sie schon mit dieser Thematik zu tun gehabt, dass die Leute sagen, hey, Nebenprodukte, sind das eigentlich Abfall und bietet ihr mir jetzt Produkte an, die mit Abfall hergestellt werden? Oder ist das ein Thema, das noch nie so angesprochen worden ist vom Konsument? Natürlich, oder wie man sagt, ja, wir schwätzen ja nie von Abfall. Ja, ich auch nicht gerne, aber... Sondern so Nebenprodukte. Richtig. Und natürlich sage ich ja, machen, natürlich ist es schneller, oder, zum Beispiel jetzt, mhm, die Thematik auch spitz ausdrücken, ja, mache ich den See aus dem Abfall, ja, wie das Essen, oder? Ja. Und dann müssen wir sagen, ja, so ein Nebenprodukt, und wir müssen anschauen, eben genau aus dem Aspekt, dass man sagt, du legst, wenn ich jetzt Rad 3, mhm, gibt es Industrie, die rein nur Hefe herstellen. Ja. Ich meine, Backhefe, die mache ich nur, ja, Backhefe. Bei uns fällt es einfach so an. Ja. Und man sagt, wir können sie auch brauchen zum Backen, oder? Das ist bitter, dann müssen wir ein bisschen behandeln. Aber ist ein hochwertiges Lebensmittel, nur ist sie halt bei uns, weil es mehr Aufwand würde bedeuten, da wieder die Bittere rauszunehmen. Mhm. Sagen wir, ist ein Nebenprodukt oder Abfall. Mhm. Aber für sich, von der Qualität, ist es gerne besser als eine Backhefe, mhm, weil es ist ja eigentlich biologisch aufgezogen. Mhm. Und da muss man ein bisschen erklären, darum ist es wieder eine Bildungsfrage. Ist eine Bildungsfrage, um den Leuten zu erklären. Man kann nicht sagen, ja, wir haben Hefe und da ist Abfall oder, ja, hochwertiger als eine andere Hefe, ja, die industrieller hergestellt wird. Ja, absolut. Das ist nämlich eine Thematik, die mir jetzt schon öfters ja, über den Weg gelaufen ist, auch bei anderen Industrien oder in einem anderen Kontext, dass dann heisst, ja, wir haben ein bisschen Angst, um so Produkte aus Nebenströmen oder Nebenprodukte herzustellen, weil wir wissen nicht, wie der Konsument reagiert. Und dann nachher wird auch oft diskutiert, ja, soll man dann irgendwie eine Ökobilanz rechnen vom Produkt, und dann nachher kann man dem Konsument sagen, schau, das ist so und so viel CO2-Punkt nachhaltiger als ein anderes Produkt. Ist das jemals eine Möglichkeit für Sie, um sie so zu kommunizieren? Oder? Das ist schwierig, weil, mhm, heute gibt es ein anderes System, gibt mhm, hunderte Bio-Label, IP-Label, und dann gibt es nochmal ein CO2-Label. Mhm. Also ich bin überzeugt, dass die Leute sind überflutet mit solchen Sachen, ja, und stelle ich manchmal auch ab und sage, du vertraue vielleicht zwei, drei Label wie BioSwiss, und denke, ja, okay, das ist langfristig und
Demeter vielleicht, die es kennen. Ja. Aber alle anderen Sachen sind halt auch immer so ein bisschen eine Glaubensfrage. Und Nachhaltigkeit ist einfach gerade auch eine Bildungs-, ja, dass man sich muss weiterbilden muss, um zu wissen, okay, was will ich, wie beeinflusst mein Lebensstil, ja, die Umwelt. Und, ja, da ist nicht gerade ein Produkt, dass man ein Müsli isst, das halt aus einem Treiben ist, kann die Welt retten. Er muss die Gesamtbreite anschauen. Klar, man kann schon sagen, einmal essen, einmal trinke ich nur Bio-Milch. Dann ist okay. Oder? Und alle anderen Produkte lasse ich. Ja. Aber er muss klar wissen, wie beim Biomilch oder Bio-Swiss, was komme ich denn für da? Ja. Also das heisst, Qualität steht wieder im Vordergrund. Qualität und eben, dass ich nicht nachhaltig produziert und dann nachher ist es halt irgendwie, ja, ein Elektroauto, das halt, ja, nicht gefahren ist. Ja, 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 okay. Nein, das sehe ich absolut ein. Ich bin völlig fasziniert von Ihrer Vielfalt an Produkten, die Sie mittlerweile schon entwickelt haben. Haben Sie ein Lieblingsprodukt? Das Bier. Das Bier. Also das Rad vom Bier ist immer das Lieblingsprodukt. Ich muss sagen, ich kenne diese Pizza am liebsten. Ja. Genau. Ja, die Pizza. Ist, ja, super. Kann man die schon kaufen, die Pizza? Ja, die haben, seit etwa 3-4 Monaten haben wir die auf dem Online-Shop und, ja, die läuft wirklich sehr, sehr gut. Wir, aha, kaufen sie auch lokal, hier, mhm, in verschiedenen Geschäften, gefroren, auf dem Online-Shop frisch. Das heisst, wenn die Leute die bestellen, mhm, bis um 3 werden sie jeden Tag frisch belegt und, wow, direkt verschickt. Okay, super. Ja, Ihre Produkte, werden die schweizweit verkauft irgendwann oder ist das aktuell für lokale Geschäfte vorgesehen? Also wie gesagt, wir haben Fisch, die sind lokal ausverkauft, ja, wir haben keine andere Reichweite. Pizzen müssen wir natürlich auch, das ist eben online natürlich, ja, das ist in ganz Schweiz möglich. Ja. Und sonst hier nur lokal und 3 Monate ist noch nicht lang auf dem Markt und, mhm, sind ja gut zufrieden, wie es jetzt läuft. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir erstens mal gute Pizza haben, dass die Leute einfach Pizza kaufen, weil es gut ist. Ja. Der andere Aspekt, dass man wirklich auch sagt, okay, schau, wenn ihr die Pizza kauft, was machen wir, warum machen, ja, wir die Pizza? Also wir müssen den Leuten auch schon erklären. Und darum tun wir es auch die Brät eigentlich als Marketing aufzeichnen. Ja. Wir sagen da eigentlich fast niemandem. Weil das Problem zum Erfassen, dann sage ich mal eine Brauerei, die Fisch macht, komisch, oder? Essig mache ich es auch noch. Mhm. Ja, nein, und Gemüse. Mhm. Nein, also die sind ja Hans Dampf in allen Gassen, oder? Mhm. Also wir würden es verwirren und die Leute wissen jetzt mal noch, ist es eine Brauerei oder ist es ein Dingladen, ein Buchladen? Ja. Also eben, ist auch eben gefährlich, weil sie da was angetönt haben, dass gewisse Leute sagen, ja, was denken den Konsumenten? Ja. Ich glaube, wenn wir ganz am Anfang sind, ist es für den wirklich nicht verständlich oder leicht verständlich, warum dass man da alles macht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das Ziel ist, nachher, dass eine Industrie alle Produkte muss selber machen muss. Richtig. Ja. Sondern dass sie nachher eben, wie wir so weit sind, dass wir die Zwischenprodukte können nachher weiterverkaufen können. Ja. Und ein Pizza-Produzent, der sagt, hey, ich kann da eigentlich gut einsetzen, oder? Mhm. Und ich nehme den da ab. Oder das Fischfutter, das wir jetzt schon, Fischfutter, haben wir ja entwickelt, mit Okuit. Mhm. Und jetzt hat es auch andere gesagt, hey, das ist ein nachhaltiges Fischfutter, ich will da auch. Mhm. Und so können wir dann eigentlich unsere Nebenströme so viel, viel besser einsetzen. Mhm. Und natürlich dann haben wir auch die Volumen, die abgenommen werden. Richtig. Aber irgendjemand muss anfangen. Ja. Wenn ich zu einem gehe und sage, du mach für mich Gemüse, dann sagt er, geht es noch. Oder? Mhm. Weil der Prozess, bis wir das Gemüse haben, mhm, oder, wir haben ja extra eine Kompostieranlage gekauft, mhm, wir haben extra eine Crossflow-Anlage, mhm, eine Umkehrosmose, um auch Warsol zu produzieren und so weiter. Das sind schon Investitionen und das macht einfach nicht gerade so. Ja. Also muss man zuerst halt investieren und wenn mal die Technologie da ist und das Wissen da ist, dann ist es einfach für die anderen zu sagen, oh, dann mache ich auch. Absolut. Aber Sie haben die Rollen übernommen, um das zu zeigen, dass es möglich ist. Bekommen Sie positives Feedback auch aus der Industrie? Ja, also dann, sagen Sie mal, viele denken natürlich aus unserer Industrie, oder? Ja. Die sehen schon, was wir machen und ja, die bestellen auch bei uns. Ja. Zum Schauen, wenn es wirklich da ist. Und wenn du so zum Schwätz ist, dann sage ich dir, das ist wirklich cool, oder? Ja, 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 sehr schön, das ist super. Wie geht es denn weiter? Werden noch mehr Produkte entwickelt?
Natürlich, mit den Leuten gerne wieder eins im Kopf. Ja. Also ich glaube, jedes Mal, wenn wir zusammen können, gibt es wieder etwas Neues. Super, sehr schön. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Außer Sie möchten gerne etwas teilen mit unseren Zuschauern. Irgendeinen Tipp bezüglich Upcycling oder Nebenstromverwertung oder eine Motivation? Ja, am besten können Sie auch bezahlen. Dann können Sie alle Produkte, die aus dem Bier entstehen, können Sie mal im Tisch geniessen, vom Salat bis zum Dessert. Sehr gut, super, vielen herzlichen Dank. Danke auch.